Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und die Saarländer Vampire von Powerwolf haben einen neuen Song rausgebracht, denn es kommt ein neues Album. Am 26. Juli wird das Album erscheinen. Es wird heißen Wake Up the Wicked. Und der Song mit dem passenden Video dazu heißt 1589, also 1589. Was da passiert ist, das werden wir jetzt sehen. Das werden wir jetzt hören. Ich würde sagen, wir hören da jetzt rein. Ne? Ich quatsche drüber. Ihr kennt das Ganze. Danach quatschen wir über Powerwolf, über das neue Album. Ach, ihr kennt das Ganze. Los geht das. In einer Vollmondnacht. Eine Werwolfjagd? So sieht's aus. Sagt auch der Text. Oh, geil! Auch das Video sehr geil mit diesen alten Locations. Sehr, sehr geil. Ganz typischer Powerwolf-Song, hört man ja so raus. Ist schon sehr geil. Verwandelt er sich jetzt in einen Werwolf? Anscheinend. Ja, auch sehr geile Animation, sehr geil gemacht. Also in einem Kinofilm geht das natürlich noch besser, aber für so ein Video ist das schon echt geil. Da kommt jetzt... Was passiert denn da jetzt? Die Liebe gehört dazu natürlich. Das schöne Klavier wird umgestoßen. Der Mob ist da. Sie haben den Werwolf hingerichtet. Ja. Gucken wir uns noch das Outro an. Der, wer da alles mitgemacht hat.
Beziehungsweise könnt ihr euch im Originalvideo ja auch nochmal angucken, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall, ich muss sagen, das Video sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch musikalisch. Typisch Powerwolf. Kann ich nicht die ganze Zeit hören, aber Powerwolf ist schon eine geile Band. Nochmal 1589. Wir sind abspannt wie in einem Kinofilm. Sehr geil. Ja, ist jetzt auch zu Ende. 1589. Powerwolf. Der Song, sehr geil, vom Album Wake Up the Wicked, wird erscheinen am 26. Juli diesen Jahres. Und ich muss sagen, Powerwolf machen immer Spaß. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal live gesehen. Und da ist auch irgendwo hier, da steht auch die DVD von denen irgendwo. Ja, seht ihr so. Ja, Powerwolf kann ich mir live jederzeit immer wieder angucken. Immer geil. Wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal sowohl auf Konzerttour als auch auf Festivaltour bzw. auf Festivals. Immer geil, macht Spaß. Und die Art der Musik ist halt genau wie Sabaton. Die kriegen das Publikum durch ihre Show. Und muss ich sagen, ja, es ist schon ziemlich, ziemlich gut, was die machen. Ist schon ziemlich geil. Und auch Power Metal geht halt tendenziell immer so. Und gerade so wie Powerwolf das machen, finde ich. Es gibt natürlich Leute, die sagen das ganz anders. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo nicht vergessen. Ne? Ja. Ich muss sagen, Powerwolf gehen definitiv immer, kann man immer gut hören, auch das Video, sehr geil, vor allem die Videos von denen sind ja auch immer, die werden immer besser, die werden immer größer, das war jetzt auch so die Story, dass der Werwolf jagt, und das war ja nicht nur der Verdacht auf einen Werwolf, er war ja auch ein Werwolf, hat man da ja gesehen, und auch in dieser alten Location, in diesen Fachwerkhäuser-Gegend, war schon cool gemacht, war schon richtig gut ausgesucht. Ja, wo sollte man so ein Video denn auch sonst drehen? Außer da, perfekt, dann alles so bei Nacht gehalten. Sehr geil, sehr geil. Haben sie wahrscheinlich bei sich in der Gegend dann aufgenommen. Kommen ja aus Saarbrückener Gegend. Da gibt es ja sehr viele solche Häuser, genau wie es in der Eifel sehr viele solche Häuser gibt oder im Münsterland. Natürlich auch irgendwo anders. Natürlich, aber das sind so die Gegenden, wo man sowas dann eher findet. Und ich muss sagen, geil. Das Video definitiv. Richtig, richtig gut. Die Musik macht Spaß. Ich kann mir ein ganzes Powerwolf-Album anhören. Auch vielleicht zwei am Stück. Dann wird schon so ein bisschen... dann muss ich wechseln. Da bin ich ehrlich. Ne? Aber trotzdem, dafür, dass ich das dann wirklich am Stück hören kann, das kann ich nicht bei vielen Bands. Wo ich sagen würde, das geht am Stück durch. Und bei dem Lied, ich fand, da hat irgendwas gefehlt. Aber das, was da gefehlt hat, das hat es wieder gut gemacht. Das Lied, das war nicht so komplett voluminös rund. Meiner Meinung nach, da fehlt schon einiges, aber genau dass da einiges fehlte, aus meiner Sicht, da fehlte so ein bisschen der Wumms an der einen oder anderen Stelle, aber genau das hat das Lied wieder interessant gemacht, dass da der Wumms fehlte. Und es gibt ja die Lieder, die komplett durch, Geballer, also ich rede jetzt nicht von Death Metal Geballer, ich rede jetzt von dieser Art der Musik so durchgehend, auch geil, da kann man den ganzen Kopf bei schütteln, da fehlt halt an der einen oder anderen Stelle was, das machte den Song aber sehr interessant, meiner Meinung nach. Wie gesagt, eure kann da ganz anders sein. Was haltet ihr denn vom Song? Was haltet ihr von Powerwolf? Lasst es mich wissen. Lasst mich auch gerne mal wissen, wenn ich hier auf ein paar andere Lieder reagieren soll. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.